Herzlich willkommen bei Endboss TV. Die Ubisoft-Pressekonferenz hat alles in den Schatten gestellt, was man in den letzten Jahren auf der E3 von Ubisoft gesehen hat. Man kann auch jetzt schon sagen, dass es die beste PK der E3 diesen Jahres war. Deshalb genug der Vorworte und direkt los mit den Highlights der Ubisoft-Pressekonferenz der E3 2017. Es begann mit einer absoluten Überraschung, die bestimmt niemand hatte kommen sehen. Der Schöpfer von Mario und Zelda, Shigeru Miyamoto, betrat die Bühne, weil ein Crossover zu Mario und Raring Rabbids angekündigt wurde. Mario und Rabbids Kingdom Battle kommt für die Nintendo Switch auf den Markt. Man läuft zu verschiedenen Missionen und die Kämpfe haben etwas von XCOM. Das alles wirkt total verrückt und ich liebe es. Ich bin gespannt, was wir dazu noch alles zu sehen bekommen und welcher Content in diesem Überraschungshit steckt. So Rabbit Luigi here using half cover or full cover. And we also have what we call Team Jump. Weiter ging es mit ein paar kurzen Infos zu Assassin's Creed. Viel Informationsgehalt gab es nicht und Gameplay gab es erst nach der offiziellen Konferenz zu sehen. Das sah allerdings mega aus. Das Setting gefällt mir super und das Gameplay hat ordentlich Neues zu bieten. Man merkt, dass die Serie einen Neustart erfahren hat. Es kamen sehr viele RPG-Elemente dazu, man besitzt ein eigenes Level, es gibt bei Aufstieg Punkte zum Verteilen für den Fertigkeitenbaum und die Waffen und Ausrüstungen besitzen verschiedene Farben passend zur Seltenheit. Typische Rollenspielelemente eben. Die Animationen sehen großartig aus, gerade von der Tierwelt, die nicht unbedeutend und klein zu sein scheint. Ich bin gespannt, was es noch zu sehen gibt, ob ein Multiplayer-Part kommen wird und wie groß die Background-Story außerhalb des Animus ausfällt. Lassen wir uns überraschen. Als nächstes bekamen wir The Crew 2 zu sehen und eines ist klar, das wird ein Content-Monster. Eine riesige und abwechslungsreiche Welt rund um die USA und nicht mehr nur Fahrzeuge an Land, sondern auch zu Wasser und in der Luft wird es geben. Grafisch sieht es sehr, sehr gut aus, trotz der riesigen Welt und auch wenn ich kein Motorsportfreak bin, habe ich direkt Lust auf dieses Spiel bekommen. Es macht mich schon direkt mehr an als Need for Speed, dessen Ablaufdatum anscheinend so langsam gekommen ist, auch wenn ich die Hoffnung nicht verliere, mal wieder einen Teil zu sehen, der mich so begeistert wie Underground 2 seinerzeit. Auch South Park durfte natürlich nicht fehlen. Nach mehreren Verschiebungen soll es jetzt endlich am 17. Oktober diesen Jahres erscheinen. Ich freue mich schon sehr darauf, endlich mal wieder ein Spiel mit ordentlich Humor. Das ist leider viel zu selten in Games. Außerdem wurde direkt noch ein Mobile Game zu South Park angekündigt. Ich spiele ja wenig auf meinem Smartphone, aber darauf hätte ich tatsächlich Bock. Jetzt wurde es merkwürdig. Ein Horrortitel wurde vorgestellt, welchen man mit oder ohne VR spielen kann. Dieser nennt sich Transference. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen Ubisoft Montreal und Spectrevision, einer von Elijah Wood, Daniel Noah und John C. Weller gegründeten Produktionsfirma. Frodo macht also jetzt auch in Games. Im Spiel geht es darum, den menschlichen Geist zu erforschen und um ein Haus, dessen Geheimnisse man entdecken muss. Das sah alles wirklich sehr schräg aus, aber macht auf jeden Fall sehr neugierig. Es kommt bereits im Frühjahr 2018. Wir dürfen also gespannt sein, was wir darüber noch so alles erfahren werden in den nächsten Monaten. Is a recorded consciousness. It's not like watching a movie, so no matter how real it may seem, it can't hurt you. You are completely safe. You are completely safe. Daraufhin wurde direkt noch eine neue IP angekündigt. Skulls and Bones wird ein reines Piratenseefahrerspiel. Und von welchem Studio kommt es? Natürlich von Ubisoft Singapur, den Entwicklern hinter dem Schifffahrtsteil von Assassin's Creed Black Flag.
Passender geht es ja kaum. Es wird einen PvE, einen PvP und einen Kampagnenmodus geben. Alles, was dazu gezeigt wurde, hat mich so begeistert, dass ich fast von meinem E3-Highlight sprechen muss. Es geht darum, sehr taktisch vorzugehen und die verschiedenen Schiffsklassen spielen sich ganz unterschiedlich. Fast wie in einem sehr taktischen Shooter. Ob der Langzeitspaß stimmt, muss man natürlich abwarten. Interessant ist auch, dass die Umgebung wichtig sein wird und sich verändert. Anscheinend kann es sein, dass einfach ein riesiger Kraken auftaucht und einem Probleme bereitet. Wie geil ist das denn bitte? Ich hab Bock drauf, was meint ihr denn? Just Dance 2018 musste natürlich auch gezeigt werden. Was gibt es da groß zu sagen? Es ist Just Dance, es hat neue Tänze und Songs, nun ja, wie immer halt. Ach ja, und im Oktober kommt es für alle Konsolen auf den Markt. Als nächstes wurde Starlink A Battle for Atlas gezeigt. Ein wunderbarer Raumschiff-Shooter von Ubisoft Toronto, entwickelt mit der Snowdrop Engine, die mittlerweile immer häufiger zum Einsatz kommt. Übrigens auch bei Skull and Bones. Allerdings ist Starlink was ganz Besonderes. Es kommt nicht nur einfach für die PS4, Xbox und Switch raus, man wird auch echte Raumschiffmodelle dazu bekommen, die man auf seinen Controller schnallen kann. Diese kann man genauso umbauen und upgraden wie die Schiffe im Spiel selbst. Die Modelle wirken auf den ersten Blick extrem detailliert und hochwertig. Das Spielkind in mir erwacht, ich will es haben, jetzt! Okay, let's do this. Come on, come on. I got it. Auch Steep wurde weiter gepusht. Es wird ein großes Add-on zur Olympiade in Pyeongchang 2018 geben. Steep Road to the Olympics heißt dieses und bietet neue Downhills, Snowboards, Lobstick, Ski-Cross, Halfpipe, Parallel, Chain-Slalom, Super-G, Big Air und Ski-Halfpipe-Strecken. Wintersportfans dürfen sich also freuen. Los geht's ab dem 5. Dezember. Jetzt war es endlich soweit. Wir bekamen ordentlich Gameplay zu Far Cry 5 zu sehen und meine Fresse, das sieht doch wirklich wunderbar aus. Ich freue mich seit der ersten Ankündigung mega auf das Setting und die Story zusammen mit Freunden durchspielen zu können, macht alles nur noch besser. Es wird einfach großartig. But now I'm Der Oberkracher wurde natürlich für den Schluss aufgehoben. Es gab zwar nur einen Cinematic Trailer zu sehen, aber der war einfach nur spektakulär. Tolle Charaktere, Hammer Setting, super inszeniert, mega Synchro und ein fantastischer Humor. Von was ist die Rede? Von Beyond Good and Evil 2 natürlich. Angeblich wurde 3 Jahre nur an der Technik entwickelt, um es möglich zu machen, so eine riesige Welt zu erschaffen, bei der man zwischen den Planeten hin und her reisen kann. Die riesigen Welten sollen lebendig sein und eine Vielzahl fantastischer Orte bieten. Lange, lange mussten Fans darauf warten und jetzt sieht es zwar ziemlich anders aus, aber scheint endlich zu kommen, auch wenn das wohl noch eine Weile dauern wird. Zum Schluss zitiere ich einfach mal Michel Ancel, den Creative Director des Spiels. Du kannst aus dem chinesischen Restaurant rausgehen, dann in dein Raumschiff hüpfen, über die Atmosphäre des Planeten, von dort aus zu einem gigantischen Raumschiff und dann den Planeten wechseln. All das ohne Ladezeiten und du kannst überall angegriffen werden. Es ist wie GTA im Weltall, dreidimensional. Das war es dann auch mit einer spektakulären Pressekonferenz. Ubisoft hat ordentlich abgeliefert und man kann sich auf so vieles freuen. Miyamoto hätte sich etwas kürzer fassen können zu Beginn, aber ansonsten gibt es wirklich nichts zu meckern. Tolle Präsentation, tolle Spiele, emotionale und zumindest gefühlt sehr ehrliche Entwickler, die Bock auf das haben, was sie machen. So muss das sein. Jetzt kommt noch Sony und dann war es das auch schon wieder mit unserer Zusammenfassung der E3 Pressekonferenzen 2017. Danke an alle, die immer fleißig die Videos schauen und vielen Dank für alle Daumen nach oben, das hilft uns natürlich sehr. Bis zum nächsten Video und ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken. True freedom lies beyond.